Wolf, ahoi! Ich sehe dich. Und da Hoch fliegt er auf den vorbei. Wellen heute. Ganz high up in the sky. Herzlich willkommen zurück, Ladies and Gentlemen. Moritz ist beim Haarewaschen. Und deswegen kann er heute nicht dabei sein. Dafür haben wir Wolfer wieder dabei. Und er wird uns sogar heute ein bisschen mit der Plattform helfen. Genau, weil ich gerade bei der Villa unter akutem Ideenmangel leide, deswegen heute hier Ölplattform Extreme. Und erstmal bauen wir hier den Tumor weg, der eigentlich. Genau, ja, das war ja auch nur so Schemen und skizzenhaft. Genau. Und zwar hatten wir ja, oder haben wir das gestern am Ende noch Nee, ich gesagt? glaube, das habe ich nach der Folge erwähnt. Genau, jedenfalls hatte Wolf die Idee, dass wir praktisch dann. Los, Raffi, Dass wir unten hier rum noch so eine kleine Ebene bauen, die ja praktisch dann so rumhängt. Und damit es halt ein bisschen, also Nein! dass es hier nicht so plattformmäßig ausschaut. Genau, und dass man dann von da irgendwie so ein Helipad Genau. machen könnte. Das wäre zu erklären, aber ihr werdet es gleich sehen. Wir machen jetzt erstmal so. So ungefähr, wie es ausschauen sollte. So ungefähr. Welche Höhe machen wir denn? Am besten so Mitte, oder? Dass es nicht zu dicht an dem Ding oben dran hängt. Oder machen wir eins überm Wasser? Ich würde So hier? fast Ah, so nein, drei das war zur Decke falsch. Abstand. 3 zu Decke Abstand, Das also. heißt, hier. Ups. Ah ja. Ja. Ach so, dahin. Ja, okay, Dahin. ja, gut, da. Oder machen wir es vielleicht noch eins runter? Ich weiß es nicht. Warum kann ich. Warum? Alter! The Rhine's the Gut. Horror. Warte, ich mache einfach so, jetzt passt schon. Ich hab schon. Also hier praktisch, oder? Was sagst du? Ja, hier, da wäre es doch gut. Oder schaust du mal schon weiter weg an? Vielleicht auch noch eins drunter. Da könnte ich mir vorstellen, dass das auch ganz gut worked. Gut worked. Gut worked. Nee, ich glaube, sonst ist es zu nah beim Wasser. Okay, gut, dann machen wir es so. So, wollen wir das eins nach draußen tun oder auf die gleiche Ebene wie. Also hier mit dem oben abschließend oder weiter nach draußen? Ach so, dass es so freischwebend ist. Es hätte sicher auch was. Das ist halt hier ist die Machen wir es Frage. mal erst freischwebend, wir können es ja nachher immer noch dran kleben. Also praktisch hier so, oder? Ja, genau so. Und das kommt weg. Oh, wie breit? 3, 4, 5. Schauen wir mal. Ich glaube, 4 wäre ganz gut. Dann könnten wir nämlich so eine Railing hinbauen, die irgendwie. Also so eine Fence-Railing, die dann praktisch auch oben so befestigt. Ja, dann machen wir das. Also 4 und du, willst du da schon mal den hier wegtun? Welchen? Der hier, oder? Ich dachte, das soll so freischwebend Ach sein. so, ja, aber die Frage ist, wo befestigen wir das dann? Ja, da weiß ich schon was. Da mach dir mal keine Sorgen. Ja, dann Dödel raus. Wir gehen hier hinten, weil wir müssen ja eh wieder nach oben kommen. Wenn wir Ja. hier hinten so eine Treppe machen und da dann das dann auch gleich mit so einer Hängekonstruktion befestigen. Ja, und wie willst du das dann hier festhängen? Da, gar nicht. Ja, toll. Du kannst es ja nur hier immer in der Mitte von, wenn du die Konstruktion überall, also in jeder Mitte von jeder Seite hast, wird es auch Sinn machen. Mitte von jeder Seite. Dass du quasi da immer so, ich mach's jetzt mal hier mit dem Marble Oder wir Brick. bauen das halt hier wirklich noch so dran und machen dann hier zum Beispiel noch so ein. Wo sind die? Da ein Fenster, dass wir dann sowas machen. Damit wir es wenigstens auf hier befestigt haben. Ja, oder dann. Dann machen wir das hier nur so eins nach draußen. Also, ja. Ja, oder wir benutzen hier immer diese. Was sind das für Blöcke hier? Was? Hier über dir. Vor mir. Wie heißt Genau das? die. Die Enderpearl halt im Deutschen. Die Iron Scaffold. Genau. Und lassen von der dann so eine Hänge, so einen Hängearm runterhängen, so mit Iron Fans. So, so meinst du. Es geht, das wäre natürlich auch nicht schlecht. Du meinst, dass wir, also hier bauen wir jedenfalls wieder weg dann. Dann haben wir. Dann kommt da auf die Innenseite kommt den Iron Fans. Hier. Genau, und dann kannst du den Iron Fans nach oben immer mit diesen Scaffolds verbinden. Warte, oder wir machen. Ich weiß nicht, ob das geht. Das ist hier die Frage, weil Ach Scaffold so, ist. ja, stimmt, die connecten oben auch nicht. Da, wir machen halt. Warte.
So. So. Kann ich das da draufsetzen? Alter, ist das ein Spaß hier im Survival Mode zu bauen. Aber echt. Ah, warum kann man da eigentlich kein Iron Scaffold draufsetzen, Mann? Ja, baust halt an die Wand. Oder geht wo nicht. Willst du es hin haben? Es geht nicht. Ups. Gib das mal her. Deutsche Pouch ist was drin. Deutsche Pouch, die habe ich noch nicht. Dann kannst du sie nicht ansetzen. Ja, gut, aber warte, dann lasse ich, dann farbcode ich mir die mal eh wieder. Okay. Das ist sehr komisch. Ich muss einfach so machen. Schön mal kurz. So vielleicht. Ah, weiß nicht. Ich hab irgendwie eine Schaukel aus. Einen Moment. Ich schaue es mir sofort an. Wie kann ich den Ender Pouch kodieren? Einfach Shift-Rechtsklick. Shift-Rechtsklick. Glaube ich. Ja, hat funktioniert super. Und da drin ist Scaffold. Genügend. Oh mein Gott, ich kann mich teleporten. Bin eh schon auf dem Rückweg. Okay. So. Was meinst du, schaut wie eine Schaukel aus? Ja, hat auf jeden Fall Hollywood-Schaukel. Romantik. Schaut nicht gerade optimal aus. Ja. Ja, nein. Nein, so war es ja eigentlich auch nicht gedacht. Und wenn wir einfach das da wegmachen. Nur so. Können wir natürlich auch machen. Ist jetzt blöd, die Plattform müsste außen mehr überhängen, dann wird es wahrscheinlich besser gehen. Dann wird es auch besser aussehen. Ja, aber ich glaube, so schaut es fast am besten aus. Ja, dann lassen wir es so, oder? Wollen wir dann wieder in der Mitte Glas machen und außen Eisen, oder? Ach so. Ja, dann könnten wir auf jeden Fall mal dieses Design konsequent durchsetzen. Okay. Sollen wir es dann hier gerade durchziehen, einmal so? Oder? Moment, ich hole mir mal schnell. Ja, fürs erste Mal gerade, wir können es ja immer noch weiter umbauen. Da hätte ich auch schon eine Idee für, aber die muss noch reifen. Reifen, okay. Wie sich halt auf dem Minimap hier voll die Linie mitbildet. Aber echt. Hast du Eisen requested? Nein, keins mehr. Dann requeste ich was. Ich hoffe, wir haben noch genug. Wie viel Iron haben wir denn noch? 1k, ja, okay, reicht. Was machst du? Was mache ich? Achso, stimmt, da kommt Glas hin, gell? Oh, ja, da du bin ich leicht verrutscht, das kommt mal vor. Ganz, ganz leicht, aber ne. Ja. Ey! Komm, jetzt aber echt Spleef hier. Okay. Nein! So habe ich mir das nicht vorgestellt. Könnten wir aber auch echt noch bauen, so eine Spleef-Arena. Ja, kommt noch alles. Und wo bleibt denn dieses Eisen? Muss der Tank geladen sein? Das ist schon gequestet, oder? Nein, Missing Iron Ingot. Wir haben kein Eisen mehr. Ja, schlimm, aber das wird doch sicher gemacht, oder? Nein, Iron haben wir nicht. Das haben wir ja aus der Quarry immer. Kann man Iron irgendwie machen? Ja, das ist halt schmelzen. Achso, dir fehlen, Rohstoffeisen oder wie? Ja. Das ist natürlich tragisch. Ja. Man kann aus 4 Obsidian ein Iron machen. Ja gut, dann schalte ich einfach mal auf Camera mal wieder die Quarry an. Dann müssen wir hier halt dabei mit 192 Blocks auskommen. Ja, Iron Blocks sind schon ziemlich Eisenhaltig, ja. Ja, eisenhaltig. So.
So. Ja, die Frage ist, wie wir dann oder wo wir dann besser wieder hochgehen. Ja, ich dachte, das kommt dann. Also machen wir dann so innen drin Treppen nach oben oder? Das können wir eigentlich immer an den Ecken machen, weil wir da jetzt noch nichts drauf gebaut haben. Kannst du denn, dass dein Internet gerade abspackt? Nicht wegen mir. Komisch. Hallo? Ja. Hörst mich schon noch, ne? Ja, ich höre dich aber halt so. So in Kackqualität. Genau. Das tut mir leid an dieser Stelle. Ups, jetzt habe ich Eisen requested. Mann, ich wollte doch Iron Blocks requesten. Iron. So, Blocks. Hast du noch Fans? Ich Fans hab. Ja. Ne. Iron Fans. Ist aber eingespeichert, glaube ich. Ja, das bringt uns nichts, wenn wir kein Eisen haben. Doch, wir haben mal Refined Iron. Haben wir. So. Oder nein, haben wir gar nicht. Der Fug. Ah, warte, doch. Haben wir. Ja, 3K haben wir. Das macht man, glaube ich, aus Refined Iron. Das reicht, aber wir gehen jetzt eh erstmal schlafen. Ja. Sehr gute Idee. So. So, war, wow, er hat hier schon wieder die Tür vom Pool offen stehen lassen. Von was? Vom Pool. Keine Ahnung. Ich nicht. Kommen ja lauter Monsters rein. Warum gehst du auch da rein? Ja, das ist endlich ein richtiger Eingang. Das ist der erste echt funktionierende Eingang, den es gibt. Oh, ich krieg schon wieder Massage. So. Da nehme ich das und das und tu das hier hin und da. Oh, aber weißt du wer? Weiß ich gar nicht, ob der massiert wird. Das weiß ich auch nicht, du. Ja, egal, das können wir dir nicht mehr retten, Kommentarfrage. die ist recht interessant. Von Team D. Vuimea. Geile Folge. Wow, Hosentaschen hast recht. Was auch immer das bezogen war. Ja, jedenfalls, Kommentarfrage. Was haltet ihr von der Mars-Mission Mars One? Wenn ihr nicht wisst, was das ist, schaut euch ein Video an. Wir uns ein Video an. Kennst du dir? Nein, ich habe noch nichts darüber gehört, was mich ehrlich gesagt schockiert, weil normal bin ich in solchen Sachen immer recht informiert. Naja, jedenfalls. Kläre mich auf. Ich habe diese Kommentarfrage natürlich gesehen, habe sie sehr interessant gefunden, mich natürlich sofort informiert, also ein YouTube-Video darüber angeschaut und im Prinzip ist das, ich glaube, das ist ein niederländischer Millionär oder so, der halt privat oder durch halt Sponsoren, also nicht jedenfalls staatlich finanziert, so ein Projekt auf die Beine stellt, wo 24 Leute auf den Mars geschickt werden, glaube ich, insgesamt. Aber zuerst halt nur in so ein Dreierpacks, glaube ich, dann wird es immer mehr. Irgendwie sowas jedenfalls. Wäre nicht einer schon mal eine Herausforderung? Ja, aber die sollen ja den Mars besiedeln. Ach so, die, okay. Und das ist praktisch ohne Rückticket, das heißt, die werden hingeschickt. Ah, es war, das ist One-Way-Ticket to Mars. Genau. Ich glaube, davon habe ich was gehört, ja. Genau. Und dann kriegen, also ich glaube, die werden 3 Jahre ausgebildet und 2023, glaube ich, werden die dann hochgeschossen. Und kommt dann halt nicht mehr zurück und dann sollen sie sich eigentlich selbst versorgen, irgendwie mit diesen Plantagen und so. Die Maschinen werden auch alle hochgeschickt und was weiß ich alles. Ja, ziemlich viel Zukunft auf einmal, würde ich sagen. Ich finde es jetzt generell recht cool, auch wenn ich nicht wirklich beurteilen könnte, ob das so eine durchsetzbare Idee wäre. Also wie, die haben alle gesagt, ja, sie können es durchsetzen, dass die Leute hinkommen, aber zurück ist halt das Problem. Ja, das. Aber weißt du, was ich das Krasse daran finde? Hm? Die sagen ja auch, hast du eigentlich Iron Fans requested? Das finde ich auch sehr krass. Nein, habe ich noch nicht gemacht. Dann mache ich das kurz. Und zwar, die geben ja eine Menge Interviews und so. Mhm. Und das hört, also dann habe ich das eine gesehen von so einem Typen, der da mitarbeitet. Der hat halt die ganze Zeit über diesen, über das, darüber gesprochen, wie, ja, wie groß das in dem Fernsehen, also oder. Ja, im TV halt sein wird. Größer als Big Brother und so. Und angeblich wollen die auch dann irgendwie noch filmen oder so. Und das wird dann live übertragen. Oh Gott, wird es dann so eine, wird es dann so auskommerzialisiert? Ja, ich glaube, das ist nämlich, ja.
Ja, es war ja irgendwie klar, dass es das nicht ohne Hintergedanken gibt. Eben. Naja, ich würde sagen, man soll da mal schauen. Das finde ich halt wirklich das Krasse dran, dass die dann das mit Fernseh und allem möglichen Zeug aufziehen wollen. Mit so Reality-TV. Reality. Reality. Aber was hältst du grundsätzlich davon? Grundsätzlich finde ich die Idee recht innovativ, nicht unbedingt schlecht. Und ja, wenn man sich da freiwillig entscheiden kann, dass man da hingeht, wieso nicht? Ich persönlich würde es nicht machen. Würdest du es machen? Nee. Nee, nee, wahrscheinlich eher nicht. Sollen erstmal die Erde sauber machen, dann können wir zum Mars weiter. hast du Refined Iron? Nein, hast du. Nein. Habe ich dir jetzt eigentlich gerade deine Fans weggenommen? Keine Ahnung, ist egal. Ich brauche schon mal das Glas. Gut. Dann meinst Findest du. du nicht, dass das hier ein bisschen dünn ist? Sollten wir nicht drei machen? Von der Breite her? Weiß nicht. Ich glaube, das passt schon, oder? Weil so groß Ja, sollte es sonst ist es vielleicht wirklich zu groß. jetzt. Ja. Ja. Ups. Was meine ich? Du wolltest mich gerade irgendwas fragen? Wie du das meintest mit dem, dass dann in der Mitte so ein. Hier, warte. Hier ist, glaube ich, die Mitte. Hier dann praktisch Ja, so ein Gang nach vorne ungefähr. geht. Ja, das mache ich dann, wenn hier soweit Und dann alles praktisch hier fertig so ist. in das Haus, wo die ganzen Kommandozentralen und so drin ist. Die wir auch noch designen müssen und so. Haben wir wieder einiges zu tun. Obwohl die Ölplattform, so wie sie ist, eigentlich schon funktioniert. Ja, du, das Haus funktioniert jetzt eigentlich auch schon fast so, wie es ist. Da stehen drei Betten drin. Dafür braucht man ein Haus normalerweise. So, ich habe noch genau zwei Eisenblöcke, die ich nun verbauen werde. Dann, dann, dann. Eins! Eins! Eins und zwei. So. So, dann baue ich hier auch noch ein paar Eisenblöcke hin. Ups. Genau so. Und dann schaut es eigentlich schon relativ akzeptabel eigentlich aus. Hat irgendwie was. Muss Ja. man halt noch ganz rumziehen, aber ich glaube, das mache ich dann auch off camera. Ja, ich glaube, das ist auch on camera etwas langweilig. Ja. Definitiv. Und vor allem müssen wir die Quarry dann auch schnell anstecken. Was ich übrigens nicht on camera mache, falls ihr euch wundert, das habe ich eine Zeit lang gemacht, aber das hat halt auch mal so eine fette Auslastung für den Server. Da wir die ganze Zeit jetzt erstmal die ganzen Materialien. Also die Quarry läuft ja auf, was weiß ich, maximale Geschwindigkeit mit 200 Blocks pro Sekunde oder so. Und das heißt halt eine fette Belastung für den Server und gleichzeitig für meinen PC und dann sind das halt unnötige Lags. So, aber weiter mache ich jetzt hier nicht. Was wird das hier für eine Öffnung? Da geht's dann runter zum Helipad. Runter. Ja, oder Achso, hoch, stimmt. oder? Ah, ja, Ja. genau. So war das. Stimmt. Ja, unser Plan war jedenfalls, dass hier noch eine andere, also noch eine Säule ins Wasser kommt, die hier so nach oben geht und dann da drauf praktisch das Helipad ist. Dass wir das dann hier als Tumor dran haben. Genau. War so eine Idee von uns. Beziehungsweise von Wolf. Ja. Willst du mal mit dem Hausdesign anfangen? Ja, kann ich machen. Soll das auch so Metallglas Ich weiß gar werden? nicht, wir können es auch aus Holz machen, damit. Ja, nee, nee, ich glaube, das passt dann hier nicht wirklich rein. Na gut, machen wir es aus Metall. Ja, Metall habe ich Das können wir rein keins. theoretisch. Oh. Wir können rein theoretisch das auch so machen, dass das Haus praktisch die Hälfte genau auf der Ebene, wo die Plattform jetzt ist, hat. Genau, und Dass wir hier dann. praktisch schon den Eingang haben dazu. Ja. Dann haben wir Aber da. du hast natürlich unsymmetrisch gebaut. Böse, böse. Warum unsymmetrisch? Ja, weil hier exakt der Ölstrahl geht exakt eins links von der Mitte vorbei. Ja, Pech gehabt. Interessiert ja niemanden. wo,
1, 2, 3, 4. Ja, dann orientiere dich am Ölstrahl. 1, 2, 3, 4. Am Ölstrahl soll ich mich orientieren. Ich glaube, ich habe mich bei den Säulen verzählt, als ich die ins Wasser gebaut habe. Okay. Dann könnten wir rein. Warte, wir können aber rein theoretisch das die hier nochmal wegbauen. Und das die hier richtig hin. Damit das nicht so auffällt bei beim Eingang. So, ja. Ja, das wäre kein. Ja, toll, dann darf ich jetzt halt hier auch noch die ganzen Hängedinger. Ja, das ist jetzt nicht das Problem. Oh, Raffi, Mensch, du machst Arbeit. Entschuldigung. So, das Tier kommt wieder weg. Das heißt, wir haben dann. Also hier ist dann die exakte Mitte. Hier ist die Mitte. Das heißt, wir haben 1, 2, 3, 1. Da fängt's. 2, 3, dann kommt hier eine Dings hin und dann haben wir immer 1, 2, 3, 4, 5 Abstand. 3, 4, 5. Zack. 1, 2, 3, 4, 5. Zack. 1, 2, 3, 4, 5. Zack. 1, 2, 3, 4, 5. Ja. So. Zack. 2, 3, 4, 5. Zack. Und dann muss ich das dann auch noch aus. Obwohl dann. Hey, das geht sich ja perfekt aus. Shield. Okay. Dun. Da haben wir da den Eingang wenigstens symmetrisch. Von dem Pfosten her. Gut, ich glaube, ich weiß auch schon ungefähr, wie ich es machen werde. Okay. Gut, ist schon Eisen da oder? Nee, ist wahrscheinlich nicht. Noch nicht eingeschalten. Ja, ich weiß schon, aber wie viel ist denn noch da? Nicht viel. Null. Ja. Null ist eine sehr ernüchternde Zahl, möchte ich mal behaupten. Das heißt, da wir eh schon wieder bei 22 Minuten sind, würde ich sagen, wir machen hier eine kleine Pause. Schalten dann die Quarry off-camera an, damit wir wieder ein bisschen Eisen haben. Und sehen uns dann nächste Folge, wenn es wieder heißt Let's Play Take It, zusammen mit Wolf. Und vielleicht noch kurz. Hoffe, euch hat's gefallen. Tschüss. Outro.